Hallo und herzlich willkommen zum SAK TV-Magazin. Viele Unternehmen suchen qualifizierte Mitarbeiter. Vor dieser Herausforderung steht auch der im SAK und Elektrobereich tätige Betrieb Gerhard in Gelsenkirchen. Seit einiger Zeit beschäftigt das SAK-Fachunternehmen einen Mitarbeiter aus Spanien. Mit dieser Personalie wurde ein echter Glücksgriff gemacht. Ja, den Betrieb gibt es seit 1965. Der Betrieb ist von meinem Vater damals gegründet worden, das Elektroinstallationsbetrieb. Mittlerweile haben wir Heizung und Sanitärtechnik, wie auch Tiefenbohrungen für Geothermieanlagen und einen Hausmeister-Service, Hausmeister-Dienstleistungen dazu bekommen, sodass wir eigentlich die ganze Palette rund ums Gebäude, alle Dienstleistungen da abdecken. Ja, wir haben insgesamt in der Unternehmensgruppe 120 Festangestellte und ein paar hundert nebenberufliche Kräfte, die als Hausmeister in ganz Nordrhein-Westfalen, teilweise auch außerhalb Nordrhein-Westfalens eingesetzt sind. Ja, ich glaube, in Zukunft ist wichtig, gerade im sich abzugrenzen von dem ganzen Internetmarkt, dass man da doch die als Fachhandwerker die Beratung auch vor Ort den Leuten bieten kann und da auch ein komplettes Paket anbieten kann und so sich von der breiten Masse doch abheben kann. Dennis Jindra leitet die SAK-Sparte der Firma Gerhard. Wir haben mittlerweile 14 Mitarbeiter, davon 4 Auszubildende im gewerblichen Bereich, eine Auszubildende im kaufmännischen Bereich. Der Rest sind Kundendienstmonteure und Monteure oder Techniker auf der Baustelle. Wir befassen uns mit regenerativen Energieformen, sprich Solaranlagen, Photovoltaikanlagen. Unsere Stärken liegen im Wärmepumpenbereich. Die haben wir in den letzten 2 Jahren ausgebaut. Dadurch, dass wir auch noch ein Tiefbauunternehmen haben, ist die Kooperation da sehr gut. Der zweite Zweig unserer Unternehmung ist die Wohnungswirtschaft. Da sind wir für einige große Wohnungsbaugesellschaften tätig. Somit haben wir 2 Standbeine, die wir immer weiter ausbauen. Obwohl die SAK-Sparte 4 Auszubildende hat, braucht das Team weitere Verstärkung. Diese wurde in Spanien gefunden. Ja, wir sind ja ein zertifiziertes Unternehmen nach den Leitlinien Profi im Handwerk durch die Up-to-Date-Offensive. Dadurch haben wir Kontakt mit Herrn Behringer aufgenommen, POD-Dienstleistung, der sich mit spanischen Mitarbeitern auseinandersetzt und die hier in Deutschland integriert. Das hat uns sehr gut gefallen, diese Idee, und wir haben Kontakt dazu aufgenommen, ich bin selber nach Spanien geflogen und habe mir den einen oder anderen Bewerber angeguckt, und dabei haben wir Herrn Morales kennengelernt, der einen sehr, sehr guten Eindruck machte und den auch heute hier bei uns im Betrieb ausbaut und seine Kenntnisse hier bei uns zum Besten gibt. Wir haben ihn erstmal im Kundendienstsektor eingebaut. Wir hatten sehr, sehr viele Wartungen, die er machen musste in den letzten 2 Monaten. Mittlerweile wird er auch auf Baustellen eingesetzt. Also er ist ein Allrounder, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Die Sprachbarriere ist natürlich gegeben. Das ist so, aber es wird von Tag zu Tag besser. Und die Hemmnisse gehen auch langsam verloren. Wir haben auch schon mit ihm einige Unternehmungen gemacht. Wir waren schon auf Schalke und die Weihnachtsfeier ist nach Willingen gegangen in Sauerland. Da hat er seinen ersten Schnee gesehen, und somit sind wir rundum zufrieden. Auf die Mitarbeitersuche in Spanien ist Stefan Behringer mit seiner Agentur spezialisiert. Also wie es jetzt auch hier die Firma Gerhard gemacht hat oder auch weitere Unternehmen aus der Up-to-Date-Gruppe und insgesamt jetzt schon ungefähr 30 Unternehmen in Deutschland. Ich bekomme eine Anfrage, SAK-Mitarbeiter, Elektromitarbeiter, Kältetechniker, und ich habe dann schon vorgesorgt. Das heißt, ich bin schon vorher nach Spanien geflogen, habe Ausschreibungen gemacht über verschiedene Wege, habe dann immer so pro, ich nenne das immer Kurs, das heißt ein Deutschkurs und eine Fachschulung, habe ich immer 15, 20 Leute parat, und da schicke ich dann dem Betrieb die Profile zu. Meistens mache ich eine Vorauswahl aufgrund der Anforderungen des Betriebes und schicke dann 3 bis 5 Profile dem Betrieb, und der Betrieb sucht sich dann einen Mitarbeiter aus. Also nachdem der Mitarbeiter ausgesucht worden ist, bestimmt man mit dem Betrieb zusammen, wann er denn anfangen soll. So eine gute Zeit ist so 2 Wochen später. Meistens soll der Mitarbeiter schon kommen. In der Zeit kümmert sich der Betrieb noch dafür, dass eine Unterkunft bereitgestellt worden ist.
und nachdem der Mitarbeiter dann kommt, per Flieger am Flughafen abholen und in den ersten Tagen kurz auf der Gemeinde anmelden, Krankenversicherung, absolute Standardvorgänge. Generell schaue ich sehr, dass ich Leute mit möglichst viel Berufsausbildung bekomme. Im Elektro- und Kältetechnikbereich bis zu 5 Jahre Ausbildung, im SAK-Bereich meistens etwas kürzer und verschiedene Module, weil das dort wie in Deutschland auch noch eher die Trennung zwischen Klempnerei früher und Heizung gibt. Aber generell dadurch, dass die Leute alle ihr ganzes Berufsleben in diesem Bereich tätig waren, haben sie schon die Qualität, hier Fuß zu fassen. Natürlich muss man sagen, aufgrund der sprachlichen Herausforderungen am Anfang und auch der Tatsache, dass wir hier andere Materialien verwenden und auch andere Techniken, muss man dem Spieljährigen auch ein bisschen Zeit geben. Wir tun das aber auch vorher schon abfedern, indem wir eine Fachschulung haben. Das heißt, ich habe einen deutschen SAKler, der ist seit 11 Jahren dort unten in Spanien, einen deutschen Elektriker, der ist seit 7 Jahren unten. Die wissen, wie in den Ländern gearbeitet werden, die kennen die Unterschiede und mit denen wird theoretisch und praktisch schon mal vorher geübt, dass einfach der Einstieg in Deutschland leichter fällt. Ich muss die Betriebe loben, also die Geschäftsführer holen meistens die Leute selbst vom Flughafen, gehen auch mal mit ihnen essen am Anfang. Also der Geschäftsführer zeigt wirklich eine Willkommenskultur und auch generell höre ich, dass meistens die Mitarbeiter sich freuen, was ich auch verstehe. Klar, es ist genug Arbeit für alle da. Keiner hat jetzt Angst, dass ein ausländischer Mitarbeiter jemand die Arbeit wegnimmt und die werden einfach integriert. Natürlich, man muss etwas Geduld mit ihnen haben, man muss ihnen Sachen manchmal auch zweimal zeigen, aber was ich so mitbekomme von den fast 50 Spaniern, die jetzt in Deutschland sind mittlerweile, ist, dass es durchwegs fast nur positive Rückmeldungen gibt. Und wie gefällt es dem neuen Mitarbeiter? Mein Name ist Miguel Martínez Morales, ich komme aus Valencia. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin Installateur. Ah, ist gut, ist gut. Arbeit in Deutschland ist. Das war unsere Magazinsendung für heute. Schon am Donnerstag sind wir mit den Nachrichten wieder für Sie online. Bis dahin, alles Gute.